Hey, 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 es ist eine seltene Anmod, eine sehr seltene. Wir haben im Stream ein bisschen angefangen, Cult of the Lamb zu spielen. Relativ neues Spiel, habt ihr vielleicht auf Twitch schon ein paar Mal gesehen jetzt. Ist ein Mix aus Roguelite und Base Building. Man ist ein kleines Lamm und ist untertan von einer bösen Gottheit und muss einen Kult gründen mit ganz vielen kleinen netten Tierchen und kann mit denen dann Dinge machen. Das Spiel haben wir im Stream mittlerweile ein paar Stunden auf jeden Fall gespielt und ich dachte mir, ich lade das mal gestückelt hoch. Es wird quasi als kleine Serie kommen, je nachdem, ob ihr da Bock drauf habt oder nicht, könnt ihr gerne in die Kommentare runterschreiben. Es war mega lustig, dachte ich, zeige euch mal ein bisschen was davon. Wenn ihr Bock habt, in meinen Kult zu kommen, guckt gerne in Twitch-Streams vorbei. Aktuell streame ich relativ viel. Ansonsten viel Spaß beim Video und mal gucken, ob weitere Teile kommen werden. Werde ich dann gucken, aber es ist wie gesagt ein mega cooles Spiel. Falls ihr Bock habt, spielt es selber gerne. Ich habe es sehr genossen, die paar Stunden, die ich es gespielt habe. Okay, viel Spaß. Praise the Lamb, conduit to great power promise. Ich hab's nicht lesen können. Yet, sacrificial beast, take heed, for a crown cannot sit upon two brows. Spielst du lieber in Englisch? Ich würde wahrscheinlich auf Deutsch stellen, weil es in dem deutschen Stream ein bisschen angenehmer ist. Aber ich muss mal gucken, ob das geht gerade. Das bin also ich. Na, also sie sieht wirklich schön aus tatsächlich. Sieht wirklich schön aus. Wir ändern hier mal die Farbe eben. Und ich bin in Ketten leider. Oh nein. Das bin ich. Ein kleines Schaf in Ketten. Wir gucken erstmal. Spiel von Massive Monster. Oh weia, hier sind vier fette Monster und irgendein Henker ist hier. Niederknien, um geopfert zu werden. Hä? Ich bin der Sacrificial Lamb. Ich bin das Opferlamm. Claraine, danke für die 8. Witty Jesse, danke für die 7. Controller ist empfohlen. Echt? Sehr gerne. Ich bin das Opferlamm, Chat. Ich stelle mich genau in die Mitte. Vor uns sehen wir den letzten seiner Art. Alle anderen haben wir gejagt und hingerichtet. Mit diesem letzten Opfer wird es unmöglich sein, dass sich die Prophezeiung erfüllt. Der Ketzer, der dort unten in Ketten liegt, wird zu ewiger Gefangenschaft verdammt sein. Und der alte Glauben wird erhalten bleiben. Scheiße. Oh. Die wollten mich hinrichten. Ich bin anscheinend der neue Glauben. Ich bin der Anbruch einer neuen Religion. Komm näher, fürchte dich nicht, denn obwohl du bereits tot bist, habe ich noch Verwendung für dich. Diese törichten Bischöfe dachten, sie könnten dich im Tode von mir fernhalten. Stattdessen haben sie dich direkt zu mir geschickt. Ah, ich bin umgebracht worden und zu meinem Gott geschickt worden. Ich schenke dir erneut Leben, aber das hat seinen Preis. Alles, was ich von dir verlange, ist, einen Kult in meinem Namen zu gründen. Sind wir im Geschäft? Unbedingt. Ich lebe wieder. Oh. Ich lebe wieder. Ich kann ausweichen mit B. Ich kann angreifen mit X. Und ich habe jetzt irgendeinen so Begleiter oben auf meinem Kopf. Und ich bin trotzdem noch unglaublich süß.
Außer wenn ich laufe, dann bin ich nicht mehr süß. Guck mal, wie verschmitzt ich gucke. The Legend of Zelda. The Legend of Lamb. Kann ich mich hier durchhäckseln? Ja. Sehr gut. Okay, hier ist irgendeine Levelauswahl. Ich weiß nicht, was das genau heißt, aber ich habe hier ein Schwert. Dann gehe ich rein. Ratau, fürchte dich nicht. Ich bin Ratau. Ich war einst auserwähltes Gefäß wie du, aber diese Tage sind bereits lange Geschichte. Ich wurde ausgesandt, um dir den Weg zu weisen. Wir befinden uns tief in den Ländern des alten Glaubens und stecken in großer Gefahr. Bin immer ab für sowas gerne. Ich guck mal, ob es hier irgendwas schaden lässt. Demnächst. Wenn nicht mehr jeder von euch Corona hat. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ob du gesund bist, aber ganz viele Leute haben ja nach der Gamescom jetzt Corona abgeholt. Ich hoffe, ich bin noch in der Phase, wo mein Körper weiß, was es ist und Verteidigung dagegen hat. Wir sind ja noch immun, haha. Ja, ich hoffe, dass es noch reicht. Weil ich habe hier auf jeden Fall Corona in der Wohnung drin gerade. Meine Anweisungen lauten, dich in Sicherheit zu bringen. Geh weiter durch den Wald, der Ausweg liegt vor dir. Ich werde in der Nähe sein. Ich mache hier alles kaputt. Okay. Wir gehen hier weiter. Hat Linda Corona? Ja, Linda hat Corona aktuell. Aber Linda ist eine Kämpferin. Ja? Inventar öffnen? Machen wir mal. Oh, falscher Button. Der hier ist es. Ich habe eine Münze, eine Währung, die für alles Mögliche verwendet wird. Können Haustiere nicht auch Corona bekommen? Ja, Katzen auf jeden Fall. Ich musste, während ich Corona hatte, musste ich mal sehr vorsichtig sein mit den Miezekatzen, ne? Aber wenn man sich oft die Hände desinfiziert, so, dann ist alles easy, glaube ich. Okay, ja, Inventar haben wir rausgefunden gerade. Da ist eine Münze drin. Sagt Linda gute Besserung. Die streamen da ja auch gleich. Können wir selber machen dann. So. Ich habe noch eine Münze bekommen. Bringt das irgendwas, wenn ich mich hier durchhexe? Ich habe immer das Verlangen, alles in so einem Level kaputt zu schlagen, ne? Aber hier kommt nichts raus. Vermeide Schaden zu nehmen, ja, habe ich gerade gemacht. Ich habe gerade Dodge Roll gedrückt und dann kam der Tipp, Dodge Roll zu drücken. Das Timing war legendär gerade. Nach 3 Impfungen bin ich gerade das 4. Mal infiziert. Antikörper kennt mein Körper anscheinend. 4 Mal? Weißt du, dass Rumatra zum Beispiel 3 Mal, glaube ich, jetzt Corona hatte, wenn mich nicht alles täuscht. Aber 4 Mal? Ist ja wild. Ich würde gern bei dem einen Mal erstmal bleiben, also das, aber mal gucken, ne? Bei mir war es zum Glück nicht so wild, als es Corona hatte. Ich habe einen Tag streamfrei gemacht, der Rest war machbar. Gibt es hier 2 Richtungen? Ne, ich muss hier nach links. Okay. 3 Münzen habe ich bekommen, sprich, ich habe jetzt 7 Münzen. Ich habe Klinge des Kreuzfahrers, eine gut ausbalancierte Klinge, die moderaten Schaden verursacht. 1.1 Schaden, 1 Tempo. Und Vlies des Lamms, ein edles Gewand. Bietet keine Boni. Und ich habe noch keine Anhänger in meinem Kult. Und ich habe gerade einen Taube getötet. Okay, da war ich gerade, dann gehen wir jetzt mal hier hin. Dumbarabaka.
Das Ratau schon wieder. Wir sind fast in Sicherheit, aber schau da vorne, eine weitere arme Seele, die gleich geopfert wird. Rette ihn und es bleibt ihm keine Wahl, als deinem Kult beizutreten. O ihr mächtigen Bischöfe des alten Glaubens, wir bitten euch, das Opfer dieser erbärmlichen Seele anzunehmen. Hey, wer wagt es, unser Ritual zu unterbrechen und den heiligen Boden zu besudeln? Ich! Nee, Ratten. Nee, Ratte steht hinter mir, ne? Oh, noch mehr. Junge, ein Reh. Retten. Das wird mein erster Anhänger. Aha, das ist... Wir haben, das Spiel und ich, wir haben sehr unterschiedliche Ansichten oder Definitionen von Retten. Aber ich meine, er wäre geopfert worden, ne? Deswegen. Okay, wir gehen weiter. Ratau ist schon wieder da. Wir sind in Sicherheit, das hast du gut gemacht. Die rote Krone ermöglicht es dir, diese Markierung am Boden zu verwenden, um große Entfernungen zurückzulegen. Ich wette, Ratau ist die Manifestation des Gottes. Deswegen ist er immer genau da, wo ich bin. Du wirst zu einem verfallenen Tempel transportiert, dort wirst du deinen neuen Kult gründen müssen. Ich sehe dich dort, okay. Junge, er kann sich einfach am Boden buddeln. A drücken, um zum Kult zurückzukehren. Okay. Ketzer besiegt, alle Ungläubigen geläutert. Sehr gut, plus eins. Ich habe plus einen Kult anher, glaube ich, in 36 Kinder. Wähle einen Schwierigkeitsgrad aus. Keine Sorge, du kannst den Schwierigkeitsgrad jederzeit im Einstellungsmenü ändern. Vom Entwickler empfohlen ist Mittel. Chat, was würdet ihr mir empfehlen? Es gibt bestimmt Leute unter euch, die haben eine Ahnung, wie die Schwierigkeitsgrade ausgelegt sind. Ich spiele mal vom Entwickler empfohlen ist Mittel. Mal gucken, ob es nach hinten raus irgendeine Motivation dafür gibt, das umzustellen. Dieser geheiligte Boden, der einst der meine war, gehört nun dir. Diese verfallene Ruine wird die Stätte deines neuen Kults. Wir haben viel zu erledigen. Wir beginnen mit der Indoktrination dieser armen Seele in die warme Umarmung deines Kults. Anhänger können Ressourcen für dich sammeln. Befiehl diesem da, Holz oder Stein zu sammeln. Okay. Hallo. Bekehre mich zu deinem Kult. Ich werde deinen Lehren treu folgen. Okay. Mach ich. Warte, der ist ein Reh, aber ich kann theoretisch... Ich kann ja theoretisch alles umstellen. Pausenmenü. Ja, ich geht gerade noch nicht, leider. Form wählen. Junge, eine Schildkröte. Narwhal. Eine Biene. Was machen wir denn hier? Den Kult der Katzen. Farbe wählen. Mhm. Eigenschaften. Ah, die kann ich nicht verändern, ne? Heilung verläuft um 15% langsamer, wenn ein Kranker sich in Bettruhe befindet. Tempo von Arbeit und Hingabeerzeugung wird um 10% reduziert. Aber er ist gläubig, also er sammelt schneller Hingabe. Ja. Ich mache hier mal... Linda kommt hier als erstes in meinen Kult, okay? Das passt dann, glaube ich.
Der Kult soll eigentlich pink werden, hast eigentlich recht, ne? Aber ich glaube, ich weiß... Stein oder Holz? Wir holen erstmal Holz. Sehr gut. Dein Kult soll eigentlich pink werden. Ja, den Rest machen wir pink. Durch deine Hand wird unser Kult sehr mächtig werden. Aber deine Anhänger leben nicht vom Gebet allein, sie müssen essen. Sammle die benötigten Ressourcen und entfache ein Kochfeuer, damit du Mahlzeiten für deine Anhänger zubereiten kannst. Cult of the Lamb Twitch-Einbindung. Zuschauer können Kanalpunkte für deine Twitch-Totem-Anzeige ausgeben. Ist sie voll, erhältst du eine Belohnung. Events zum Helfen oder Hindern starten automatisch. Nach Zuschauerwahl erhältst du einen Bonus oder wirst bestraft. Erlaube Zuschauern mit Hilfe einer Ziehung deinen nächsten Anhänger zu gestalten. Der Name des Zuschauers, der ihn entwirft, wird permanent über ihm eingeblendet. Baue ein Kochfeuer. Hier. Bauen. Koche rohe Gegenstände und verwandle sie in Mahlzeiten, die Anhänger essen können. Gebäude kann nur einmal gebaut werden. Ah, und man kann hier nicht bauen, oder? Man muss hier quasi irgendwo hier hinbauen. Kochfeuer. Verstehe. Sammle das hier noch weg. Kann ich das dann da hinstellen? Ich will es nicht mitten auf den Weg stellen. Mach's mal hier hin. Oh, das muss mein Follower auch bauen, ja? Ich kann ihm helfen. Sprich mit Baso. Mhm. Deine Anhänger müssen Nahrung zu sich nehmen. Und es liegt an dir, sie mit Mahlzeiten zu versorgen. Der Hunger deines Kults wird oben links auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn der Wert zu weit sinkt, fangen deine Anhänger an zu hungern. Besorge auf Kreuzzügen etwas zu essen für sie. Wähle Routen durch Orte, die zur Nahrung zugeeignet sind. Baue Farmen, um deine eigene Nahrung anzubauen. Samen können gekauft oder auf Kreuzzügen gefunden werden. Mhm, interessant. Es ist tatsächlich sehr hart Base-Building Roguelite. Ja, ist aber ganz cool. Okay, ich kann mit Baso reden, aber kann auch nur sagen, arbeiten. Ja, das passt aber schon. Sehr cool. 5 Holz. Sehr, sehr cool. Baso ist in unserem Kult. Koche eine Mahlzeit. Okay, machen wir auch gleich. Machen wir hier. Einfache Mahlzeit. Dafür brauchen wir 6 Beeren. Und eine 15% Chance haben wir, dass ein Anhänger irgendwo hinpuppt. Sehr gut. Jetzt müssen wir einen Schrein errichten, aber zuerst benötigen wir mehr Anhänger und mehr Gold. Beides lässt sich bei Kreuzzügen in den Ländern des alten Glaubens finden. Unser gemeinsamer Wohltäter, jener, der wartet, wurde von den 4 Bischöfen des alten Glaubens gefangen. Jeder von ihnen bewacht eine Kette, die ihn an das jenseitige Reich bindet. Sprich, wir müssen die Bischöfe umbringen. Wir haben Zugänge zu ihren Reichen beschworen. Es ist deine Aufgabe, sie aufzuspüren und abzuschlachten, damit er befreit werden kann. Jetzt geh, du wirst dort Gold und willige Anhänger finden. Und jene, die nicht willig sind, kannst du gewaltsam konvertieren. Sandrina Rina, danke für dein Prime. Ketchup Bohne, danke für die 9 Monate Resub. Ich muss eben in meinem Activity-Log irgendwas ausmachen. Ist es das hier? Genau. Kata, danke für das Subgift. Falscher 50er, danke für dein Prime-Sub. Und Ketchup-Bohne, danke für die neuen. Kehre in die Länder des alten Glaubens zurück, ja. Okay. Linda hat was gegessen, glaube ich. Aber hat immer noch Hunger, oder? Sieht zumindest danach aus.
Kann ich nochmal was zu essen machen? Oder doch kein Hunger? Naja, das Essen liegt hier, ne? Jetzt kann ich quasi auf den Porter gehen. Wo geht's hier eigentlich lang? Ah. Lesen. Hier wurde göttliches Blut verschüttet. Hier wollte der Tod nicht länger warten. Düsterholz. Das sind quasi die Portale zu den Ländern des alten Glaubens, wo dann auch die Bischöfe auf mich warten, ne? Synastria hat zu dem Tod den Ball getragen. Sehr nice. Ist das Totem das in der Mitte? Egal. Finden wir noch raus, ne? Alles gespannt. Okay, ich habe 3 Leben. Die Klinge des Kreuzfahrers. Ist jetzt ein bisschen besser geworden. Hat 1,2 Schaden. Ich heb meinen Hut wieder auf. Und ich kann Gras sammeln. Lesen. Du betrittst die Länder des Bischofs Leshy. Jene, die nicht den Wegen des alten Glaubens folgen, werden vernichtet. Oh weia. Da gehen wir rein. Ich habe Fleisch gefunden. Okay. Krieg 3 Münzen. Und Gras. Nehmen wir es jetzt erstmal mit. Solange ich nicht weiß, wofür es ist, hacken wir einfach mal alles ab. Oh. Ein bisschen Damage bekommen. Münzen und Gras. Ich muss sagen, so, Combat spielt sich sehr, sehr cool. Also, es spielt sich sehr flüssig. Das holt mich bei solchen Games immer besonders ab. Spielt sich alles sehr, sehr flüssig und das macht Spaß. Was passiert hier jetzt gerade? Oh, da ist der Bischof. Wie kann das sein? Du hast die Klinge gespürt, Lamm, genau wie alle deiner Art. Und trotzdem stehst du hier vor mir und zeigst keine Reue. Die Krone, seine Macht, könnte es sein? Aber ich bin noch immer stärker. Gib Fersen Geld, kleines Lamm. Mhm. Er war verwirrt, ne? Weil er hat mich umgebracht, aber ich lebe noch. Er hat mich umgebracht und dennoch lebe ich. Seht ihr mal. Eine dicke Kiste, was haben wir hier drin? Erhalten Federhalskette, mit der Vitalität eines Vogels durchtränkt. Bewegungstempo deiner Anhänger erhöht sich. Aha. Muss ich wahrscheinlich aber anlegen, oder? Nee. Hab ich erstmal. Wo geht's hier hin? Hier ist so ein Portal, aber da will ich noch nicht rein. Ich will den letzten Raum hier noch angucken.
Legst du deinen Anhängern im Camp an? Ah, okay. Kev Kev, danke für dein Prime. Wen haben wir hier? Gelobt sei das Lamm. Wegbereiter großer Macht und verheißener Befreier von jenem, der wartet. So haben es mir die Karten einst gesagt. Vor vielen Lebzeiten. Oder wird das erst noch geschehen? Ich habe immer deine Karte gezogen, Lamm. Deine Karten. Und doch ist dies die erste. Nimm diese Karten und ich werde bei jedem unserer Treffen eine weitere ziehen. Wenn sie von mir gezogen werden, gewähren sie die Macht. Was für eine Macht? Nun, das ist zugleich bekannt und unergründlich. Die Karten, sie werden es entscheiden. Aha. Ich kann eine Karte ziehen. Die erste ist... Plus ein Herz. Und die zweite ist... Allgemeiner Waffenschaden erhöht sich um 1,2. Allgemeiner Waffenschaden klingt cooler als das eine Herz, natürlich. Alles wie es sein sollte, wie es immer war, wie es immer sein wird. Mhm. Okay, ich habe jetzt hier verschiedene Karten, Tarotkarten drin und habe eine weitere freigeschalten. Aber die sind ja jetzt noch nicht aktiv, ne? Aber das lerne ich wahrscheinlich. Das wird alles gut. Zählt nur für den Run. Ah, okay. Und ich gehe mal hier rein. Hier haben wir einmal Materialien und hier haben wir mal Essen. Wir gehen erstmal zum Essen. Mir wurde gesagt, ich brauche Essen. Ah. Beeren sammeln. Kriegen wir ein paar Samen für Beerensträucher. Ich kann die auch einfach so abbauen, ne? Okay. Dann gehen wir hier rüber. Oh Junge, die hauen ein bisschen schneller zu als vorher. Aber das geht. Ich habe ein paar Münzen bekommen und habe jetzt 4 Wege. Sind wir alle bloß Spieler in diesem Glücksspiel? Ich kriege ein Herz oder ich habe die Chance, bessere Truhen zu spawnen. Dann nehmen wir die Truhen mal. Das sind quasi die Karten, die gerade spawnen können, richtig? Die hier. Und die Karten, die ich auswähle, zählen dann für den aktuellen Run, in dem ich bin. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Super. Danke, Chat. Wir gucken, dass ich ein bisschen Leben wieder kriege. Ja, weil ich nur 2/3 übrig habe. Sehr gut, dann gehen wir hier lang. Ist das? Bis hierher und nicht weiter, kleines Lamm. Meine Anhänger sind bereit, alles für mich zu tun. Kannst du dasselbe von deinen behaupten? Ich opfere mich der Sache, o mächtiger Anführer. Beim Blut der Großen zerstöre die rote Krone. Er wird geopfert.
Und er ist zu irgendeinem ekligen Vieh geworden. Und ich habe direkt Damage bekommen. Okay. Oh! Und jetzt kann ich den Kollegen hier konvertieren. Bitte verschone mich! Bekehre mich zu deinem Kult, ich werde deinen Lehren treu folgen. Klar doch, komm ran. Ich kann 14 Holz nehmen, 24 Goldklumpen oder eine Blaupause. Ich denke, ich werde mich für die Blaupause entscheiden, weil da bestimmt irgendwas drin ist, was ich dann neu bauen kann. Neues Gebäude oder so, ne? Blaupause. Erhalten Heuhaufen. Ein Haufen Heu, Düsterholz. Mhm. Es ist eine Dekoration. Ah, okay. Es sind meistens Deko. Ah. Deko auch wichtig. Und eine dicke Kiste. Mit sehr viel Münzen. Wir können weiterlaufen, ne? Ich habe noch 1,5 Herzen. Zum Kult zurückkehren, oder? Ist gesperrt. Okay. Ketzer besiegt. So oft der erste Eindruck in dem Spiel ist sehr, sehr gut tatsächlich. Es ist mega leicht zu verstehen, es ist mega schön gemacht und es ist lustig. Ich bin erleichtert zu sehen, dass du sicher zurückgekehrt bist und zudem bist du nicht allein. Du hast noch jemanden überzeugt, sich unserer gläubigen Herde anzuschließen. Lass uns diesen neuen Bekehrten indoktrinieren, damit wir weitermachen können. Na, gerne doch. Ich gucke. Bekehre mich zu deinem Kult, ich werde deinen Lehren treu folgen. Anhängerziehung hier, ne? Mike, du bist mein neuer Kultanhänger. Du bist ein kleines Schweinchen. Du bist nach Baso jetzt Nummer 2 in meinem Kult. Was hast du hier für Todesangst? Verliere minus 5 Glauben, wenn ein weiterer Anhänger stirbt. Tempo verniedrigt. Reduziert, verniedrigt. Reduziert, ne? Und ich verliere Glauben. Du hast nur schlechte Perks hier. Du hast leider nur schlechte Perks, aber ist okay. Du bist ein pinkes Schweinchen. Und du sammelst Stein jetzt erstmal. Anhänger werden entweder arbeiten oder dich anbeten. Betende Anhänger erzeugen Hingabe, die du sammeln kannst. Aber um Hingabe zu sammeln, benötigst du einen Schrein. Müssen wir jetzt einen Schrein bauen? Wir haben 50 Kohle, deswegen bauen wir jetzt einen Schrein. Heiligt den Penken im Post der Flissen liefert. Und den bauen wir jetzt auch. Malukiant, danke für die 2. Da ist unser Schrein. Gepriesen seist du, deine Anhänger können dich jetzt anbeten. Hier haben wir einen neuen Anhänger. Beauftrage ihn damit, dich am Schrein anzubeten. Sammle dann die Hingabe, die deine Anhänger am Schrein erzeugen, um göttliche Inspiration freizuschalten. Oh, da ist der nächste. Sprich, ihr könnt nochmal Teil des Kults werden, tatsächlich. Das ist so cool, dass ich Leute aus meinem Chat in meinen Kult reinholen kann. Das habe ich bei anderen Leuten gar nicht gesehen. Also die haben das bestimmt auch gemacht, aber mir ist es nicht aufgefallen. Okay. Ist das ein Fuchs? Ja, ne? Pinker Fuchs. Cute. Oh. Und du hast nur ein positives Perk? Ignoriert die Predigten von Abweichlern. Sehr cool. Dann. Nice. Genau. Und du gehst jetzt beten.
Sammle Hingabe an einem Schrein. Sobald du genug gesammelt hast, wirst du göttliche Inspiration freischalten. Je mehr Anhänger an deinem Schrein beten, desto schneller füllen sie ihn auf. Wenn der Schrein voll ist, hören sie auf zu beten, bis du ihn leerst. Sobald du die göttliche Inspiration eingesammelt hast, kannst du beim Schrein neue Gebäude für deinen Kult freischalten. Okay. Igramul betet jetzt. Sprich mit Baso. Ne, die arbeitet gerade so schön. Wobei, ich kann jetzt trotzdem mal auch zu Linda sagen. Etwas essen. Gib einem Anhänger ein Geschenk. Oder schlafen. Ich gebe Linda mal die Halskette hier, ne? Arbeiten, anbeten. Sehr gut. Jetzt habe ich auch diese Bärensträucher, die kann ich theoretisch kann ich die benutzen hier. Pflanze ihn auf eine Ackerparzelle ein. Nee, da brauche ich erstmal die Ackerparzelle für. Okay. Wir haben hier noch Essen. Das wird schon alles passen, denke ich. Ich verstehe noch nicht ganz, wie das Hungersymbol. Wenn das Hungersymbol grün ist, ist alles fein wahrscheinlich. Das wird wahrscheinlich gelb und dann rot, oder? Oder wie. Wie sehe ich, wie das. Wie viel Hunger die Leute haben? Jo. Ah, okay. Perfekt. Sammle Glauben beim Schrein ein. Okay. Tempel. Er baut einen Tempel. Freischalten. Tempel, die Ackerparzelle. Dafür brauchen wir einmal göttliche Dingenskirchen und einen Schlafsack. Kann ich beides freischalten jetzt, oder? Ah ne, ich brauche göttliche Inspiration und dafür brauche ich erstmal 13 Glauben. Jetzt brauche ich erstmal Holz und Stein, damit ich das nächste Ding bauen kann. Sprich, ich sammle nochmal eben. Mhm, 5 Steine haben wir. Dann brauche ich noch 3 Holz, glaube ich. Aber die Twitch-Leiste am Totem ist voll. Das gucke ich mir auch gleich mal an. Ich baue nur eben den Tempel fertig. Muss erstmal den Tempel bauen. Wo stelle ich den hin? Hier drüben haben wir die Futterstelle. Ich kann das wahrscheinlich eh noch oben platzieren, gehe ich von aus. Stell den Tempel erstmal hier hin. Ja, kannst du? Perfekt. Dann kann man danach immer noch gucken, dass es schön aussieht. Mike und ich machen den Tempel eben fertig. Sehr cool. Vertau, der Tempel ist das Zentrum deines Kults. Dort wirst du Predigten halten, um stärker zu werden und Rituale durchführen, um den zerbrechlichen Geist deiner Anhänger zu formen. Du bist dafür verantwortlich, den Glauben deines Kults zu erhalten. Wenn er zu weit sinkt, werden deine Anhänger sich von dir abkehren und schließlich fortgehen. Deine Anhänger sind bereit, dein Wort zu lauschen. Zeig ihnen, dass du ihr großer Anführer bist. Halt eine Predigt in deinem Tempel. Okay. Können wir machen. Ich will nur... Ah, okay. Ihr habt, das Totem voll gemacht und dadurch habe ich Stein bekommen. Ist ja cool. Tempelaltar. Halte eine Predigt und entziehe deinen Anhängern Energie, um die Macht der roten Krone zu stärken. Okay.
Durch den Glauben deiner Anhänger wirst du immer stärker. Predigten entziehen ihnen Kraft und erlauben dir neue Fähigkeiten, Waffen und Flüche freizuschalten. Anhänger mit einer höheren Loyalitätsstufe erzeugen mehr Hingabe, daher wirst du umso schneller neue Fähigkeiten erhalten, je mehr Anhänger du hast und je loyaler sie sind. Sehr geil. Das kann ich hier lernen. Türkische Waffen, Herz der Gläubigen, Flucht der Horde, aber ich muss erst Herz der Gläubigen lernen. Erhalte dauerhaft ein halbes Herz. Okay. Wie kann man Teil des Kults werden? Sobald ich einen neuen Anhänger indoktriniere, kannst du bei einem Raffle mitmachen. Halte eine Predigt. Haben wir gerade gemacht. Ich habe heute bereits eine Predigt gehalten. Okay. Du warst eine unglaubliche Offenbarung. Ein geborener Anführer. Ich verstehe jetzt, warum du auserwählt wurdest. Wenn du deinen Kult anführen willst, musst du Doktrinen verkünden, damit er dir gehorcht. Kehre in die Länder des alten Glaubens zurück und suche nach Gebotssteinfragmenten. Mit diesen kannst du neue Doktrinen verkünden. Ah, okay. So, jetzt kann ich aber den Glauben nochmal rausziehen. Dadurch habe ich nochmal eine göttliche Inspiration. Und dann kann ich eine Ackerparzelle oder einen Schlafsack hinlegen. Ich mache erstmal den Schlafsack. Eine Leichengrube. Mhm. Wenn man den Kult spenden will, muss man das Spiel selbst heruntergeladen haben. Ne, ihr müsst gar nichts machen, tatsächlich. Hier hat jemand hingemacht. Okay, wenn jemand irgendwo hinmacht, dann können meine Anhänger krank werden. Verordne einem kranken Anhänger Bettruhe, sonst könnte er sterben. Wenn er das Bett hütet, wird er sich langsam erholen. Kot, Erbrochenes und Leichen verursachen Krankheiten. Die Beseitigung von Unrat und das Vergraben von Leichen findet die Ausbreitung von Krankheiten. Okay, verstehe. Oh, ich habe Dünger bekommen. Ich brauche jetzt nochmal ein bisschen Holz, damit ich ein Bett bauen kann. Wer hat denn da hingeschissen gerade? Unglaublich. Nee, das war nicht Basel. Das war bestimmt das Schweinchen. Ich sag's euch. Dann haben wir hier ein Bett. Leg das einfach mal hier hin. An der Treppe bei der Truhe. Ah, das schmeißen. Ah, okay. Oh ja, 35 Holz und Stein. Die beten hier weiter fleißig. Steinmine, ja. Dauert zu lange. Aber. Basu hat als einzige gegessen. Ja, aber der Rest ist noch nicht hungrig, glaube ich. Ich mache trotzdem mal ein bisschen was zu futtern. Dann können die alle mal reinhauen eben. Ham, 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 ham. Wo erkenne ich denn, wie viel Hunger die haben? Ah, hier kann ich nachgucken, ne? Sehr gut. Ist egal, wer ist, Hauptsache die Leiste ist voll. Okay. Na, dann gehen wir wieder hier rein, oder? Ins Düsterholz. Wobei, ich hätte bestimmt auch woanders hingehen können diesmal, oder? Mit drei Anhängern. Ah, egal. Weniger Tempo, mehr Damage. Baldes Abtrünnigen. Ich hau langsamer zu, ich mache aber deutlich mehr Damage. Ich fand es ein bisschen angenehmer, schneller zuzuhauen, tatsächlich. Beeren.
Ah, nächstes Gebiet ist ab 7. Okay, dann bin ich hier trotzdem. Dann bin ich hier doch richtig. Sehr gut. Oh, ich habe das Herz zurückbekommen. Das ging vorhin gar nicht. Gehen wir hier weiter. Hey, das ist schon wieder der Kollege. Du willst also törichterweise stur bleiben, kleines Lamm. Ich höre deine Lügen und rieche deine Furcht. Die rote Krone erhebt sich erneut, aber was für einen unwürdigen Träger sie hat. Geh weg! Töte Lashy im Düsterholz. Na, gerne doch. Ich will hier gerade nur ein bisschen viel leben, ne? Ja, die Waffe mag ich nicht. Die ist mir zu langsam gerade. Steht man immer so lange rum? Gerne mal ein bisschen leiser machen. Die ist mir zu viel rumgedudelt. Die Musik finde ich nicht so schön bisher, muss ich sagen. Das ist das Einzige, was ich gerade kritisieren kann bisher. Die Musik. Die hat mir noch nicht so abgeholt. Ich krieg eine Karte. 10% auf den Crit oder die Karte wird aufgedeckt. Ich nehme mal den Crit. Oh, Ratau, ich bin froh, dich gefunden zu haben. Ich habe gute Nachrichten. Jener, der wartet, ist zufrieden mit deinem Fortschritt. Troy Ann, danke für die 11 Monate Resub. Und Ikramul, danke für dein Prime. Danke euch. Jener, der wartet, ist zufrieden mit deinem Fortschritt und wünscht dir eine Kronenfähigkeit zu werden. Ja, okay. Warte, ich hab doch schon Gegner erschossen, oder nicht? Ach so. Jetzt verstehe ich's. 5. Getötete Gegner hinterlassen jetzt Eifer. Sammle ihn ein, um deine Flüche aufzufüllen. Eifer ist der gerechte Zorn, den du durch das Niederstrecken von Ungläubigen erhältst und der wie Munition für deine Flüche wirkt. Okay. Ich kann jetzt auch schießen. Sehr gut. Wieder eine Federhalskette bekommen und so ein Seelenherz anscheinend. Ist wahrscheinlich wie ein Binding of Isaac, oder? Das ist einfach so ein temporäres Herz, gehe ich von aus. Kann ich Karte irgendwo angucken? Jap, wie denn? Gerade oben rechts, ne, ich meine, ob ich die groß machen kann irgendwie. Okay, ich kann jetzt in so ein Haus reingehen, ich kann Essen holen, hier ist ein neuer Anhänger und ein Fragezeichen. Ich glaube, einen neuen Anhänger hätte ich ganz gerne. Was ist das hier? Ist das ein Shop? Das sieht aus wie ein Shop, oder? Aber ich glaube, ich will den Anhänger haben. Blauen und schwarzen Herzen sind so wie die bei Isaac. Ah, okay. Geh mal zum Anhänger. Zuhören. Was hat er denn? Sie sind alle tot. Oh Herr, wie konnte ich nur? Schon wieder. Siehst du sie in mir? Die Finsternis in meiner Seele? Schließ dich mir an. Danke, Meister. Okay, das... Speech 100. Ich war sehr überzeugend, oder? Hingabe stehlen. War doch. Oh, er baut sich wieder von selbst auf.
Was soll das denn? Geburtssteinfragmente. Mhm. Vor Äonen wimmelte es in diesen Ländern von Göttern und ihren Anhängern. Was geschah mit diesem Pantheon? Ach, es liegt in der Natur der Tiere zu vergessen und in jener der Götter vergessen zu werden. Vielleicht gingen sie fort, vielleicht schliefen sie ein, vielleicht verschlangen sie und wurden selbst verschlungen. Die wenigen Verbliebenen schlugen Wurzeln, spannten Netze und formten diese Welt für sich und die ihren. Mhm. Einst gab es ein Land mit vielen Göttern, Hunderten. Jetzt gibt's eher weniger, glaube ich, ne? Ich kann eins davon aufheben. Ich heb das obere mal auf. Das ist nicht das obere. Ich kann alle aufheben, sehr gut. Ich habe einen neuen Geburtsstein. Du hast genug Fragmente gefunden, um einen Geburtsstein zusammenzusetzen. Geburtssteine werden verwendet, um neue Doktrinen zu verkünden, die dein Kult befolgen muss. Verwende den Altar deines Tempels, um eine neue Doktrin zu verkünden, sobald du einen neuen Geburtsstein zusammengesetzt hast. Machen wir. Wir haben übrigens einen neuen Anhänger, ne? Wenn wir zurückkehren, gibt es wieder so einen Anhänger-Raffle. Sprich, ihr müsst gucken, dass euer Overlay angezeigt wird gleich, wenn ihr mitmachen wollt. Wenn ihr meinem Kult beitreten wollt. One-shotted leider nicht ganz. Bisschen Dünger. Und eine Karte. Was haben wir hier? Bessere Truhen oder Angriffstempo? Ich nehme die Truhen, weil Ressourcen gerade wichtiger sind, als dass ich viel Schaden mache. So schwer ist es zum Glück eh noch nicht. Ja, es passt gerade alles. Das ist relativ entspannt. Ein halbes Herz. Wie funktioniert das Raffle? Musst einfach nur wo drauf drücken, naja. Okay, wir haben jetzt Feuerreihen durchdringenden Feuerbolzen ab. Halte die Taste gedrückt und lass sie beim Ziel los, um ihn explodieren zu lassen. Feuerball 2 habe ich jetzt. Das hier ist Flammenschuss 1. Ah, okay, ich kann das austauschen. Flammenschuss 2. I understand. Gilt auch nur für den Run wahrscheinlich. Spiel sieht echt interessant aus. Ja. Erster Eindruck ist sehr, sehr, sehr überzeugend. Jetzt ist ein Boss. Oh, ich kann wieder Hingabe stehlen. Sehr cool. Hingabe und Steine. Mike, danke für die 5 Subgifts. Legende. Dankeschön. Ganz genauso danke für die 17 Monate Resub. Sehr, Mike ist einfach ein absolut treuer Anhänger. Er betet an meinem Altar, er haut Subgifts raus, das ist unglaublich. Klinge des Kreuzfahrers 2. Ja, die schlägt ein bisschen schneller. Ich mag das mehr. Das ist viel angenehmer. Cool. Eine weitere Kiste, 3 Münzen.
Hier kann man nach rechts und nach unten gehen. Hier haben wir eine weitere Karte. Aha. Angriffstempo. Oder 10% Chance, keinen Schaden zu erleiden, wenn du angegriffen wirst. Dann nehmen wir auf jeden Fall Angriffstempo. Junge, ich schlag richtig schnell zu jetzt. Ich schlage richtig schnell zu gerade. Alte Waffe wiederverwerten. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Ah, okay. Eine Münze. Geil. Tipp, über den Türen kannst du Orte erkennen. Meinst du die roten Zeichen? Ah, hier die Sterne. Ja, ja, okay, ich seh's, ich seh's. Ich seh's. Mike, danke für den T1. Uah. Aua! Ich hab zu wenig Eifer. Da steht, glaube ich, den habe ich ein bisschen nebengeschossen gerade. Ich glaube, kurz bevor er irgendwas macht, steht über seinem Kopf, was er macht, ne? Ist auch ganz cool. Wir haben einen weiteren Anhänger. Konvertieren. Komm ran. So, Beerensträucher, Beeren oder Holz. Alles nicht so wichtig. Ich nehme mal die Beerensträucher mit hier. Ein Teil eines neuen Doktrins und einen ganzen Haufen Goldmünzen. Sehr cool. Und hier geht's nicht mehr weiter, ne? Genau. 2 von 4. Also, wenn ich 4 von diesen Bossen umgebracht habe, komme ich wahrscheinlich hier weiter anscheinend. Wir kehren zurück. Wir kehren zurück. Sehr gut. Ja, ich habe mal so ein Federhalsband bekommen. Wir haben einen Boss umgehauen. 2 Anhänger. Sprich, es gibt gleich 2 Raffles. Aber erst gibt es mal jener, der wartet. Sehr gut, mein Gefäß. Wie es scheint, habe ich gut daran getan, dich vor dem Tod zu bewahren. Ich werde jeden einzelnen deiner Schritte beobachten. Enttäusche mich nicht. Ich gebe mein Bestes. Deine Anhänger sind von deinem erfolgreichen Kreuzzug inspiriert. Nice. Da schläft jemand. Eine Totenbelohnung. Fleisch. Sehr geil. Danke für die Kanalpunkte, Leute. Einen Haufen Häppchen und so bekommen. Und sehr viel göttliche Inspiration. Damit kann ich mir jetzt die Ackerparzelle holen. Oder theoretisch die Leichengrube, aber noch ist niemand tot. Ich hole mir erstmal die Ackerparzelle. Hier gibt's Farmpaket. Mhm. Sehr gut. Wo haben wir die Ackerparzelle hier? Dafür brauchen wir Gras und Münzen. Okay, da kann ich relativ viel von bauen. Verstehe.
Haben wir hier so ein paar Ackerparzellen. Kümmern wir uns eben drum. Und da kann ich diese Samen reinstecken. Hallo! Großer Anführer, der Kult wächst mit jedem Tag. Es wird Zeit, ihm einen Namen zu geben. Wie heißt dein Kult? Wie heißt unser Kult? Die Pink Krone.